Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen besonderen Unboxing, denn auch ich habe sie mir gekauft. Ja, Maya, es ist drunter, kann sein, dass ihr sie hecheln hört, dann tut es mir leid. Aber die will ich jetzt nicht alleine lassen, weil die in der Früh schon so ein bisschen länger alleine war. Ich habe mir einmal die Beauty Box von Medikamente per Klick Box. Genau, also die Medikamente per Clickbox Beauty Box Frühjahrs Edition gekauft. Habe ich Gott sei Dank mitbekommen, dass es die gibt. Und natürlich musste die gleich mit. Und die werde ich jetzt natürlich gleich mit euch auspacken. Gekostet hat die Box 12,95 €, also war relativ billig. Und Versand hat man dann, glaube ich, keinen mehr gezahlt, wenn ich mich nicht alles täusche. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber mal gucken, ob sich die 12,95 € auf jeden Fall schon mal gelohnt haben. Es duftet auf jeden Fall schon. So sieht das Ganze dann von innen aus. Man sieht noch nicht viel. Und das letzte Mal, da habe ich sie leider verpasst. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, nein, ich hole sie mir. Und dann würde ich sagen, nehmen wir eins nach dem anderen raus. Wir haben einmal einen 15% Rabattcode für Eucerin. Okay, brauche ich jetzt nicht. Dann einmal eine Probe von Neutrogena. Neutrogena Hydropust Aquagel. Das würde neu 9,05 € kosten. Da haben wir jetzt 1,5 ml. Genau. Dann hatten wir einmal, da bin ich sehr gespannt drauf, von Besser Atmen Breathe Right Nasenstripes, neuer Look, gleicher Inhalt, solche Nasenstripes gegen Schnarchen, den werde ich auf jeden Fall bei meinem Mann ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert, werden wir dann sehen. Die stehen, glaube ich, auch hier. Süß an! Alles gut. Besser Atmen Breathe Right Nasenstripes, normal beige, kosten 14,18 € eine ganze Packung. Ich weiß gar nicht, wie viele in der ganzen Packung drin sind. 30 Stück, okay. Also eins zum Testen auf jeden Fall nicht schlecht, weil wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich es nicht nachkaufen, lieber erst testen. Dann haben wir hier ein Lavira Lip Balm, und zwar Lavira Naturkosmetik Basis Sensitive Lippenbalsam, Bio Jojoba Öl und Bio Mandelöl, sanfte Pflege für sensible Lippen. Der kommt auf jeden Fall auf die Seite, den habe ich schon, der wird mal in der Verlosung wandern. Genau. Lavira Lippenbalsam Sensitiv kostet normalerweise 1,99 € und bei Ihnen auf der Seite 1,57 €. Ist okay für einen Lippenbalsam, würde ich auf jeden Fall ausgeben. Dann, das finde ich mega cool, das werde ich auf jeden Fall meiner Schwester geben für meinen Neffen. Da wird er sich sicher freuen, von Kneipen Naturkind Milchstraße Schaum und Cremebad. Mega. Also das sind zwei verschiedene, oder? Oder sind das zwei Anwendungen? Das ist jetzt eine gute Frage. Auf jeden Fall Blaubeerduft. Hört sich lecker an. Pflanzliche Wirkstoffe ohne Paraffin, Silikon und Mineralöle. Verträglichkeit dermatologisch bestätigt. Wir setzen uns für Tiere ein. Wir lieben Nachhaltigkeit. Genau. Und da steht auch hier Kneipp Naturkind Schaumbad und Cremebad Milchstraße. Kostet statt, das würde normalerweise 1,55 € kosten, auf der Seite 1,23 €. Würde ich auch kaufen. Für 1,23 € finde ich auch okay. Dann haben wir als nächstes auch eine Probe, denke ich mal. Und zwar von CeraVe Moisturizing Lotion. 20 ml. Ja, eine relativ kleine Flasche, finde ich aber jetzt nicht schlimm. CeraVe Feuchtigkeitslotion 20 ml. Würde normalerweise, also das ist eine Luxusprobe, steht hier. Normalerweise kostet es 6,90 € und auf der Seite kostet es 5,17 €. Ja, wir wahrscheinlich auch in die Verlosung wandern zu einer Probe. Als Zusatz zu einer Verlosung, weil das habe ich tatsächlich auch schon. Dann haben wir hier eine Eucerin-Creme und die steht auch noch hier unter den Proben, deswegen habe ich die jetzt gleich rausgenommen, hat auch 20 ml. Ist auch eine Luxusprobe, wenn ich mich nicht alles täusche, ja genau. Hyaluronfiller Tagespflege Lichtschutzfaktor 30 in 20 ml Luxusprobe. Mit Lichtschutzfaktor 30 finde ich sehr, sehr gut, kostet normalerweise 31,75 € und auf der Seite kostet es 23,25 €, ist ein sehr, sehr starker Unterschied. Ich habe mir eine Blase geholt vom Beet machen. Und jetzt kann ich da nicht richtig, ja, ist zu. Dann werde ich es auch zulassen. Bin ich mir nicht sicher, muss ich gucken, ob ich die noch habe oder ob ich die habe. Dann wird die auch in der Verlosung wandern, muss ich mal gucken. Ein bisschen was von Eucerin habe ich ja schon. Dann haben wir etwas sehr, sehr Schönes. Huch! Und zwar hatten wir die schon öfter drin von Dermacell, eine Dusche. Und dieses Mal haben wir die Totes Meer Mineralien Limited Edition Blütentraum Creme Dusche mit Kirschblüte, blumiger Duft mit Original Totes Meer Mineralien. Und ich habe jetzt gerade von Dermacell, die hatten wir auch in dieser Box drin, diese Grapefruit Dusche aufgebraucht. Die war so toll. Die war so, so, so toll. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, auch wenn sie viel kostet, weil die so gut gerochen hat. Ach ja.
Die riecht auch gut. Und ich finde, die riechen alle so gut. Also ich kann die euch echt empfehlen. Wenn ihr die mal seht, kauft euch die, beziehungsweise riecht dran, wenn euch die Duft gefällt. Ich finde, die duften einfach mega. Genau. Creme Dusche, Blütendraum kostet normalerweise 5,49 € und auf der Seite von Medikamente per Klick kostet es 4,17 €. Und diese da, Duschgel kann man immer brauchen. Dann haben wir hier noch was Kleines und zwar von La Mer Ultra Hydro Booster Beautiful Lashes Wimpernserum. Ein Wimpernserum? Oh, eine kleine Verpackung für Wimpernserum. Oh, ist das putzig. Ist das putzig. Und das hat 2,5 ml. Das ist. Ist das dann die Originalgröße? Weil die großen, die ich habe, die haben meistens auch nicht mehr. Cool! Ich wusste gar nicht, dass die ein Wimpernserum haben, aber mega. Mal gucken, wo das steht. Steht das bei den Proben? Nein, es steht nicht bei den Proben. Also ich denke mal, das ist eine Originalgröße. Und zwar La Mer Ultra Beautiful Lash Serum. Sondergröße, doch ist es eine Sondergröße. Aber 2,5 ml. Ich glaube, die meiste, die ich mal drin hatte, waren 5 ml. Also ist eh nicht viel Unterschied. Und normalerweise würde es 19,75 € kosten und da kostet das auch 19,75 €. Da ist 19,75 € drunter durchgestrichen und steht drüber 19,75 €. Okay. Also das ist leider nicht billiger. Aber finde ich nicht schlimm. Dann haben wir als nächstes einmal von Rugard Cleansing Oil Deep Cleansing Skincare for Normal Dry and Sensitive Skin mit Pflanzenöl, Vitamin E, Bisabolol und Marigold Blumenextrakt. Interessant. Ach, hier wäre es auf Deutsch gestanden. Reinigungsöl, Tiefenreinigung und Pflege für normale, trockene und sensible Haut mit wertvollen Pflanzenölen, Vitamin E, Bisabolol sowie Ringelblumenextrakt. Dermatologisch getestet, ohne Silikone, Farbstoffe, Alkohol und Parfüm. Ich hoffe, ihr hört das von draußen nicht, aber da ist gerade wieder ein bisschen Baustelle. Und das Fenster ist offen, das werde ich jetzt gleich zumachen beim nächsten Video. Und zwar kostet es normalerweise 15,50 € und auf der Seite kostet es 10,69 €. Und dann ist auf jeden Fall was für mich dabei und zwar einmal von Sebamed die Wellness-Dusche mit Wasserlilienextrakt. Ich liebe Wasserlilien. Entspannt die Haut für tägliches Duschen. Muss ich jetzt dran riechen. Oh ja, die riecht mega. Ach, voll mein Duft. Voll mein Duft. Ich hoffe, dass der jetzt da endlich draußen wegfährt. Ich hoffe, ihr hört mich. Genau, und zwar Sebamed Wellness-Dusche kostet normalerweise 3,95 € und da kostet es 3,38 €. Ja, da kann man nicht viel Unterschied machen, weil das ist ja eh schon nicht so teuer. Und dann haben wir von Nuxi wieder was, und zwar Berry Rose. Die kenne ich tatsächlich noch nicht, die Reihe. 3-in-1 Soothing mit Zellenwasser. Removes Make-up, cleanses, softens. Mit Rosenwasser und Skin Respect Complex. Genau, es sind 100 ml. Und da kosten die 100 ml normalerweise 8 Euro. So, Fenster zu. Die wollen mich nicht fertig machen lassen hier. Genau, also Nuxi finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir als letztes noch von Freiöl was, und zwar Figuröl. Shaping Oil strafft und festigt die Silhouette. Alle Hauttypen sensible Haut. Finde ich sehr, sehr gut. Mit Sheaöl, Haferöl, Klatsch, Mohn, Samen, weiße Lupine, Shea. Da steht das gleich. Und zwar Freiöl, Figuröl kostet normalerweise 5,20 Euro, also 30 ml. Das sind aber 60 ml. Hier steht Freiöl, Figuröl. 30 ml. Habe ich eine größere Größe als andere oder? Also ich jetzt auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall 60 ml drin. Also ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. So sieht das Ganze aus. Ach, die Flasche, die sieht ja auch mega süß aus. Werde ich auf jeden Fall gerne verwenden. Also wie gesagt, 30 ml kostet normalerweise 5,20 Euro und auf der Seite kostet sie 3,70 Euro, genau. Ja, das war tatsächlich alles. Wir gehen nochmal durch. Freiöl kann man immer brauchen. Dann einmal Reinigungsöl, kann man, finde ich, auch immer brauchen. Empfehlen auf jeden Fall wasserfestes Make-up, echt super. Einmal von Dermacell eine Dusche, ich liebe die Dermacell Duschen. Einmal was zum Make-up entfernen, mit Zellenwasser finde ich auch nicht schlecht, von Nuxi. Von Eucerin eine Luxusprobe, von Sebamed einmal die feste Dusche. Einmal für meine Neffen die Creme und Schaumbad. Genau, dann einmal die Sondergröße von diesem Wimpernserum, da bin ich auch mega gespannt drauf. Einmal von CeraVe diese Moisturizing Lotion von La Vera der Lip Balm und dann noch einmal eine Probe des Nose Stripes und von dem Neutrogen. Sehr, sehr schön. Und da steht tatsächlich, wir haben einen Gesamtwert von 61,43 Euro. Also ich finde, man kann auf jeden Fall nicht meckern. Ich habe 12,95 Euro für die Box gezahlt. 61,43 Euro ist die Box wert. Finde ich,
kann man schon mal machen. Ich liebe einfach Apothekenboxen. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Europump-Box. Das ist halt mehr so, also das ist nicht wie die Europump-Box, weil es ist mehr eine Beauty-Box. Europump-Box, da hat man eben viel auch noch so Nahrungsergänzungsmittel und Holzpastillen und so weiter drin oder Wundgel. Das hat man halt hier nicht. Das ist wirklich eine reine Beauty-Box. Also wer mal eine Apotheken-Beauty-Box bestellen will, da kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Wer ein bisschen mehr drin haben will, da kann ich die Europump-Box empfehlen. Also ich fand die Box auf jeden Fall wieder mega, mega, mega gut. Kann sie nur empfehlen. Da müsst ihr immer schnell sein, genauso wie bei der Europump-Box, weil die relativ schnell ausverkauft sind. Und das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, ob ihr die Medikamente per Klickbox bestellt habt oder schon mal bestellt habt. Würde mich sehr interessieren, wie ihr sie findet. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!